Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, heute will ich mal nach ganzen 11 Jahren meine Amazon-E-Books vorstellen. Ja, ich habe die bei YouTube nur stellenweise mal im Jahr 2015 und 16 vorgestellt. Ja, aber mittlerweile sind das richtig viele jetzt geworden, so um die 60, 70, ja. Also, so ja, in den ganzen Jahren ist da einiges zusammengekommen. Ja, und nach 11 Jahren möchte ich dir einfach mal auf meinem YouTube zusammen vorstellen, ja, und nicht nur einzeln. Ja, ich bin natürlich nicht der mega professionelle E-Book-Schreiber, ja. Aber es macht mir halt Spaß, ja. Und wenn was Spaß macht, ja, dann mache ich es natürlich, ja. Und eventuell ist ja was für dich oder für sie dabei. Ja, dann einfach unterhalb des Videos mal schauen. Da ist ein Link. Da geht es auch zur deutschen Amazon-Seite. Die sieht so aus hier: amazon.de. Und dann hier im Suchenfeld einfach so ein Geller eingeben. Und dann kommen hier meine ganzen Werke. Oder einfach unter dem Video auf dem Amazon-Link klicken, ja, der ist dort gepostet und dann erscheinen dort ebenso meine ganzen E-Books, ja. Genau, also ich stelle dir mal erstmal die Bücher aus dem Amazon.com-Shop vor, ganz einfach deswegen, weil ich viele internationale Leser habe oder auch Leute, die in den USA leben, die Deutsch sprechen. Und ja, also nach 11 Jahren weiß ich ganz genau, dass meine Leute überall verteilt sind, ja. Genau, also wenn man hier auf den Titel klickt, ja, dann kommt hier eine nähere Beschreibung sozusagen zu dem, was das Buch ist, ja, oder einfach nur drüber fährt, ja. Man muss da auch nicht draufklicken, sondern einfach nur die Maus so drüber hält. Dann kommt hier eine etwas nähere Beschreibung und man sieht dann ebenso hier den Buy Now, den Kaufen Button mit nur einem Klick, ja, kann man das haben. Genau, also ja, ich stelle mal hier einige vor. Die 5 Gesetze für stratosphärischen Erfolg. Über Babyentwicklung habe ich natürlich ein Buch geschrieben. Auch schon viele Jahre her, im Jahr 2012 war das, glaube ich. Dann gibt es hier einen HTML- und Videokurs. Ich scroll mal weiter. Online von 0 auf 800 Euro in einem Monat, ja. Da habe ich 20 erfolgreiche Unternehmer, Millionäre gefragt, was diese machen würden, wenn diese wieder bei Null anfangen müssten und innerhalb einem Monat mindestens 800 Euro verdienen müssten, ja. Und ups, jetzt habe ich darauf geklickt, jetzt komme ich direkt aufs Buch. Gehe mal eben wieder zurück, weil ich hier noch mehr vorstellen möchte, ja. Genau, oder das hier, wie aus nur 1000 Euro innerhalb von nur 2 Jahren ganze 500.000 Euro wurden. Oder das hier mal auf Englisch, ja. Die Kunst, ein Milliardär zu werden mit der Geld-C-Kryptowährung. Das auf Englisch. Ja, dann hatte ich auch mal eine Tinder-Phase in Bangkok, ja. Oder auch woanders, wo ich war, ja. Ist natürlich ganz einfach, mit Tinder super viele Kontakte zu finden. Und ich habe hier, ja, Fotos gemacht, wo ich stellenweise rund, ja, 50 Matches pro Tag hatte und 5 Mädels getroffen hatte pro Tag. Also es war eine ganz wilde Zeit, ja. Und da habe ich einfach meine Erfahrungen mal niedergeschrieben, wo es einfach ist, auf der Welt Tinder-Matches zu haben und wo es halt nicht so einfach ist. Genau. Ja, dann war ich hier auch mal im Skiurlaub im Jahr 2014 in Bariloche, das in Argentinien. Und die Leute behaupten dort, dass sie dort Adolf Hitler und andere Nazi-Größen getroffen und gesehen haben. Ja, die haben auch Beweise. Ich habe die auch gesehen dort. Ja, falls jemand das interessiert, habe ich übrigens auch ein Video gemacht, dass Hitler aus seinem Bunker in Berlin geflohen ist und nicht dort mit Zyankali sich selbst das Leben genommen hat, sondern er hat ein U-Boot nach Argentinien genommen. Ja, und die in Bariloche sind da einige Beweise dafür. Okay, aber kann ja selber jeder dran glauben. Also ich bin da neutral in der Meinung, ob er es gemacht hat oder nicht. Ich halte mich da gänzlich neutral, aber das, was ich gesehen habe, sieht sehr glaubwürdig aus. Also ich weiß auch, dass
100% viele Nazi-Größen dort nach Brasilien und Argentinien ausgewandert sind. Und dort gelebt haben unter anderem Namen. Genau. Okay. Ja, hier Gewicht verlieren ist eine Kopfsache. Ja, habe ich mal übers Abnehmen ein Buch geschrieben. Ein E-Book natürlich. Ja, das geht alles. Kann man natürlich auch online lesen. Muss man jetzt kein Kindle haben, sondern das kann man in der App lesen. Ja, in der Kindle-App. Wer die hat, der kann das da auch lesen. Einfach auf ein Android oder auf ein iPhone laden. Oder hier, man kann es auch online lesen, wenn man sich per Desktop einfach dort downloadet. Ja, arbeitslos, gut, Sie haben die besten Voraussetzungen, Webmillionär zu werden, schreibe ich mal darüber. Hier auch mal was über ein Internet-Laptop-Lifestyle, wie der zur Wirklichkeit wird mit umsetzbaren Praxisbeispielen. Das hier ein Buch aus meiner Rio-Zeit. Ja, hier war ich beim Karneval in Rio und habe Jesus Christus getroffen. Ja, das ist ein Bildband, ja, über den Karneval in Rio, wo ich hier hin und wieder mal gewesen bin, da ich auch Portugiesisch spreche. Und ich mittlerweile sechssprachig bin mit etwas Thai, ja. Genau. Und dann, falls hier jemand mal selber ein Buch bei Amazon veröffentlichen möchte, ja, das Buch erklärt dir, wie sie oder du innerhalb von 48 Stunden E-Book im Amazon Kindle Shop veröffentlicht, ja, ohne dass vorher ein E-Book-Thema vorhanden sein muss, ja. Also, falls du keine Idee hast, dann ist das hier genau der Titel, um sozusagen auch bei Amazon zu veröffentlichen. Das sind meine 18 Geheimnisse zur absoluten finanziellen Freiheit. Gibt es nur als Hardcover-Book, ja. Ja, und dann gibt es hier auch ein Coaching natürlich von mir. Das habe ich damals im Jahre 2012, 13 sehr erfolgreich gemacht. Dann war natürlich hier auch im Jahre 2014 in Rio, wo ich gewohnt habe, an einer Copacabana die Weltmeisterschaft gewesen, wo sehr erfreulich natürlich Deutschland gewonnen hat. Ja, das war natürlich eine sehr gute Zeit. Vor mittlerweile schon fast 7 Jahren. Ja, das war ein sehr großer Höhepunkt. Ja, also gefeiert wie da habe ich schon lange nicht. Ja, da gibt es halt so auch einige Bilder dazu. Ja, ach, das hier mal ein iPhone Review. Ja, das ist allerdings schon das 5. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, das 11. oder 12. oder 13. schon. Daniela Katzenberger, ja, nicht Daniela Katzenberger, sondern Daniela Katzenberger, kann kein Sex, ja, das mal ein Erlebnis aus der Dresdner Semperoper im Jahre 2011, wo ich Daniela Katzenberger getroffen habe. Genau, dann Pinterest ist natürlich weiterhin eine sehr interessante Plattform, ja, wie sie es nutzen und dort Traffic für Unternehmen aufbauen, ja. Und dann natürlich, was immer wieder interessant ist, das Gesetz der Anziehung, ja. Da habe ich zwei Teile daraus geschrieben. Ja, einmal hier Teil 1 und einmal Teil 2. Einfach per Klick bestellen, dann hat man es auf der Kindle-App oder auch online. Ja, hier habe ich Kalender immer jedes Jahr veröffentlicht. Ja, mache ich jetzt nicht mehr. Instagram ist immer noch aktuell, ja. Das Jahr aus dem Jahre 2012, da hatte ich sogar eine kostenlose Instagram-Software angeboten, ja. Die ist immer noch übrigens erhältlich, ja. Im E-Book, ja. Steht auch da. Innen erhalten Sie ebenso eine gratis Instagram-Software im Wert von 99 Euro als Download. Genau, Fitnessgrundlagen. Fitness ist natürlich super wichtig. Ja, ich mache immer noch Jogging und gehe ins Gym. Hier 100 Tipps zur Gewichtsabnahme. Die meisten, die überfällig sind, ja, wollen das nicht wirklich. Und hier gibt es 100 Tipps zur Gewichtsabnahme oder hier auch, wie sie ohne Diät schlank werden und schlank bleiben. Ja, das war ein Bestseller gewesen damals. Deswegen hier dieses Bestseller-Zeichen auf dem Buch. Sehr erfolgreich gewesen, sehr gute Tantiemen damit verdient in den Jahren 2011, 12 und 13, ja. Aber mittlerweile ist der Markt so gesättigt, ja, mit diesen Abnehmbüchern und Kursen und ja, jeder Hinz und Kunst bringt dazu jetzt einen Kurs raus. Also, ja. Ja, das hier mal ein Buch aus von den Philippinen, wenn man nach Cebu möchte, ja. Sehr empfehlenswert, die Insel, besonders Mactan oder auch Oslob, dort wo die Walhaie sind, ja, ist natürlich ein einmaliges Naturerlebnis für Taucher, sehr schön, ich bin Taucher, ja, CMAS-Taucher, nicht Paddy, aber gut, ich gehe natürlich auch zu Paddy-Shops, ja, also ich mache da keinen Unterschied. Ja, hier natürlich, da ich sechssprachig mittlerweile bin, mal ein Buch zur Gesetz der Anziehung auf Portugiesisch natürlich. Ja, hier bin ich mal mit einer
mit meiner Harley in Deutschland unterwegs gewesen, durch Berlin und Brandenburg, habe da meine Erlebnisse niedergeschrieben. Übrigens auch in Polen, ja, war ich mit der Harley da gewesen. Ja, 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Schönes Speedbeast. Okay, ja. Apple, ja, habe jetzt keine Apple-Produkte, da ich Google und Amazon und Google-Produkte schon ewig habe, ja, mit Android. Aber ja, was uns Steve Jobs gelehrt hat, ist trotzdem immer noch sehr, sehr interessant, ja. Also, das ist schon ein Genie gewesen, oder ist er immer noch, ja. Und ja, das ist sehr interessant für Unternehmer, ja, was uns Steve Jobs gelehrt hat. Ja, wie sie oder wieso sie kein Millionär sind, die Gedankengänge der Millionäre, ja, auch sehr gut verkauft bisher. Ja, hier war ich in Tokio hin und wieder mal gewesen, habe dort meine Erlebnisse hier niedergeschrieben, was ich dort in Tokio, auch in Kyoto, ja, in den japanischen Städten und Orten erlebt habe, ist ganz interessant. Für jemanden, der mal nach Tokio will, kriegt dort auch Insider-Geheimnisse, wo man sehr günstig übernachten kann, da ja Japan nicht gerade günstig ist, ja. Genau, hier gibt es auch eine Kindle-E-Book zu Rezepten für Babys von 6 bis 36 Monate, ja. 20 Babyrezepte zum selber machen. Also Sie sehen, ich habe da mich nicht nur auf eine Sparte konzentriert, sondern habe viele Sparten aus dem Leben genommen. Ja, hier wieder was zum Abnehmen, warme Speisen, 20 Niedrigkalorienrezepte zum Abnehmen oder hier Golf. Ich habe damals mal Golf gespielt in Japan und in Thailand im Jahre 2012, 13, 14, 15 und ja, habe ich ein Golf für Anfängerbuch geschrieben. Ja. Oder hier hatte ich mal zwei Lieben, einen in Japan und einen in Brasilien, habe da sozusagen meine Erlebnisse niedergeschrieben, ja, um die zu verarbeiten. Ja, die besten vegetarischen Pizzarezepte. Ich mag Pizza hin und wieder. Ja, es war nicht so das Gesündeste, aber die sind vegetarisch und ganz lecker. 19 Regeln zum Glücklichsein, ja. Ja, die sind sehr gut. 11 Feedbacks, 5 Star, 37%. Ja, ist ganz gut. Ja, hier habe ich mal eine Feuerpferdfrau begegnet, ja, vom Horoskop, ja, ist ganz selten und die sind ganz speziell, diese Frauen, ja. Wenn jemand im Sternzeichen Feuerpferd geboren ist, ja, Firehorse, ja, und diese Frau war sehr speziell, habe ich meine Erlebnisse mit der auch niedergeschrieben. Hier hat mir der Papst Benedikt mal einen Brief geschrieben, habe das niedergeschrieben. Kindergeschenkkalender war das mal im Jahre 2012. Könnte ich eigentlich auch mal wieder anbieten, so ein Geschenkkalender. Ja, das mal auf Englisch mal was, ja, wie man halt schlank wird und schlank bleibt. Das hier für Leute, die süchtig sind, ja. Und mir schreibe ich halt, wie man schnell suchtfrei wird, ja, ohne Entzugsanstalt, ja, da ich mal Sozialpädagogik studiert habe, Soziologie, Psychologie und Sozialarbeit, kenne ich mich natürlich aus und hatte auch mal damals mit den Leuten zu tun in den 90ern. Ja, wie sie mit Social Media zum Bestseller werden, kenne ich mich auch sehr gut aus damit, da ich seit 2008 viele Social Media Kanäle habe, hatte auch mal einen Hund, ja, ich hatte mal einen Pomerania, ja. Und habe da natürlich einiges gelernt zur Hundewelpenerziehung, ja. Und ja, hat sich auch mal ganz gut verkauft. Ja, gut, haben wahrscheinlich Konkurrenten gegeben mir, ja. Aber man sieht ja, ich habe ja keine Fake-Reviews, ja, also das mache ich nicht. Sondern wenn die Leute denken, na gut, das gefällt ihnen. Aber ich denke mal, das kommt ja von der Konkurrenz, ja. Die geben mir diese Sterne. Das ist aber ein sehr gutes Buch. Also es wurde sehr häufig verkauft, ja. Oder verkauft sich immer noch. Also wer einen Hund hat oder eine Welpe, dem empfehle ich das. Ja, hier war ich auf den Galapagos-Inseln gewesen. Hab dazu ein Bildband herausgebracht, ja. Genau. Deutsch für Ausländer. Ja, hier kann man Deutsch lernen. Das ist eine Geschichte aus dem Hostel. Die ist natürlich imaginär erfunden, ja. Aber da ich damals auch viel herumgekommen bin bei rund 53 Ländern, die ich jetzt besucht habe, war ich natürlich auch in einigen Hostels und habe da so niedergeschrieben.
was mir so eingefallen ist. Okay, ja, wie sie monatlich 1000 Euro von jedem Ort der Welt online verdienen, ja, das schreibe ich hier nieder. Oder wie sie mit Apps täglich passive Euro-Einkommen erzielen, ja, sehr populär Apps, Android-Apps, iPhone-Apps. Abenteuer eines globalen Playboys, ja, hier habe ich meine Abenteuer mal niedergeschrieben in meiner wilden Zeit, Anfang 2002 bis 2015 ungefähr, eine sehr wilde Zeit. Na gut, macht wahrscheinlich jedermann durch. Ah, manche auch nicht, weiß ich, die heiraten schon früh und bleiben dann mit einer Frau. Aber gut, das ist ja heutzutage eher selten. Gut, zum nächsten Buch, 7 einfache Wege, wie du deine Ex oder wie sie ihre Ex zurückgehalten, ja. Die sind sehr effektiv, ja, haben mir gleich ein gutes Feedback bekommen, ja, dass das sehr gut funktioniert mit den Tipps, falls jemand seine Ex zurückhaben möchte, ja. Ja, es gibt ja auch 39% mit einem 5-Star-Review, ja, also die Leute mögen das schon. Sehr effektiv und nützlich. Ja, Zucker, also, wie Zucker und Aspartam sie langsam aber sicher töten. Ja, das ist wahr. Also, wer zu viel Zucker zu sich nimmt, der Volkskrankheit Nummer 1 ist die Zuckerkrankheit, Diabetes, ja. Und hier schreibe ich halt, warum, ja, sie das besser nicht zu sich nehmen sollten, ja. Zucker, Aspartam und Fluor und so weiter, ja. Genau, das hier ist mal ein Buch, Lektionen aus Hollywood. Lernen Sie die Kunst, sich selber zu vermarkten. Ich bin damals in Hollywood ebenso gewesen, in Johnny's Depp-Kneipe mal gewesen. Viper hieß die damals. Ja, hat er mittlerweile auch verkauft. Ja, habe mir da einige Kontakte gehabt. Habe ja damals auch im Silicon Valley gearbeitet, ja, in San Francisco. Und habe da so einige Kontakte kennengelernt. Genau, was ist das hier? How to make at least $1,000 a month while living anywhere worldwide, yeah. Ja, falls Sie auch Englisch verstehen, ist das sehr nützlich, ja. Wie Sie $1,000 im Monat online machen, ganz gleich, wo Sie wohnen. Spirituelle Gewichtsabnahme, ja. Also es startet im Kopf. Ganz wichtig. John Locke ist damals ein sehr erfolgreicher Autor gewesen, mittlerweile nicht mehr so viel davon gehört, aber ich habe ihn mal getroffen und hier hat er mir erzählt, wie er das gemacht hat, ja. Also wer selber mal hier bei Amazon Bücher veröffentlichen möchte, erfolgreich werden möchte, dem empfehle ich dieses E-Buch. Sehr gute Tipps sind hier vorhanden. Ja, Speed-Dating-Geheimnisse, wie es wirklich funktioniert und was man beim Speed-Dating nicht machen sollte, hatte ich auch mal durch so eine Phase, ja. Und sehr interessant. Genau, London 2012, Olympic Games Attack, ja, das ist einfach mal ein reines Fantasiebuch von mir, ja. Ist natürlich nichts geschehen da, ja, aber es war halt geplant. Ich habe da natürlich keine Insider-Informationen, ja, also um Gottes Willen, sondern das ist einfach mal so aus mir herausgesprudelt, ja. Genau, wie sich Facebook als Marketinginstrument nutzen, ja. Muss man nichts mehr zu sagen zu dieser Seite. Mittlerweile verliert Facebook natürlich viele Leute wegen den Privacy-Sachen, ja. Na gut, also deine Sommerferien sind noch nicht zu Ende. Ja, das ist ein Buch, was auch als reiner Fantasie mal entstanden ist. Ja, hier war ich im Amazon-Dschungel in Brasilien, ja, und habe hier ein Bild- und Videoband veröffentlicht, ja. Und wie Sie alles in kurzer Zeit erreichen, was Sie wollen, ja. Das ist sehr nützlich, dieses Buch hier. Lebenslust, 4 Jahre in Rio de Janeiro in der Copa. Ich war insgesamt 10 Jahre da, ja. Aber so nach 4 Jahren habe ich mir gesagt, gut, schreibe ich mal was, ja. Ja, oder was Sie zur WM 2014 und zur Olympia 2016 wissen sollten, ja. Also Rio ist natürlich schon eine sehr heiße Stadt, ja. Hat alleine, wie natürlich jeder weiß, natürlich auch seine dunklen Seiten, ja. Und die schreibe ich dann nieder, damit sie sich mal ein Bild machen können von der Stadt, ja. Ja, wie sie eine iFrame Facebook-Fanpage selber erstellen, ja. Genau, gibt es ja auch nochmal. Oder ja, da ich Fitness-Fan bin, gehe selber ins Fitnessstudio, 10 Fakten zu Bauchmuskeln, ja, wie man die halt aufbaut. Das sind hier Konkurrenten gewesen, ja.
oder ein Konkurrent, 8 Global Ratings. Und hier eins da einmal. Ja, auf jeden Fall ist es sehr nützlich, ja, es sind sehr gute Tipps, hat sich auch sehr gut verkauft damals. Mittlerweile promote ich es nicht mehr, aber das sind schon sehr gute Fakten hier zu den Bauchmuskeln, ja. Ja, Backlinks sind natürlich sehr wichtig, wenn man eine Webseite aufbaut, habe ich dazu was veröffentlicht. Wie man Twitter als Profitmaschine nutzt, ja, gibt es natürlich immer noch Twitter. Oder wie sie Social Media richtig nutzen, ja, luzide Träume und die Vorteile für ihr Leben. Also, du siehst oder sie sehen, ich habe jetzt ziemlich viele Sachen gemacht, ja. Das ist sehr gut gewesen, ja. Wo und wie sie in China am günstigsten einkaufen in Europa 300% Profite erzielen, ja. Sehr gute Quellen, um sozusagen dort günstig einzukaufen und dann in Europa zum höheren Preis zu verkaufen. Ja, hier bin ich mal in Kyoto gewesen, habe natürlich auch meine in dem Stadtteil Gion eine Geisha getroffen, ja. Gion und meine Geisha. Gion ist ein Stadtteil von Kyoto in Japan. Eine sehr, sehr schöne Stadt, ja, mit vielen alten Tempeln. Oh, also da schwärme ich heute noch, ja. Leute, wunderbar, ja. Die Japaner lieben natürlich die Deutschen, ja. Und ja, ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also Japan kann ich immer wieder empfehlen, ja. Und die Geishas sind natürlich sehr exotisch, ja. Ja, okay. Ich habe damals auch mal im Immobilienbereich in Brasilien gearbeitet, ja, weil ich ja da 10 Jahre gewohnt habe. Und hier habe ich ein englisches Buch veröffentlicht, How to get fast your dream property in exotic Brazil, ja, wie sie schnell ihre Traumimmobilie in Brasilien erhalten. Ja, hier nochmal das Buch, 18 Geheimnisse zur absoluten Freiheit. Genau, hier gibt es die nochmal als Hardcover-Books, die habe ich schon vorgestellt. Hardcover-Books. Genau, also, das sind es jetzt wohl schon fast gewesen. Die Galapagos-Inseln, Buch 2, genau. Also, das waren sie jetzt sozusagen. Ja, wir haben ein paar Fotos von mir. Mittlerweile mag ich Kryptowährungen sehr gerne. Habe ja selber welche mit dem Geld C-Coin. Ja. Genau, also das ist die Amazon.com-Seite. Wie gesagt, unter dem Video ist auch die Amazon.de-Seite. Ja, da sind die ganzen E-Books natürlich auch vorhanden. Falls eins dabei ist, freue ich mich natürlich. Falls jemand da es haben möchte, falls ich jetzt jemanden getroffen habe hier in dem Video, den das anspricht, ja, ja, ich freue mich natürlich über jeden Kauf, ja. Und falls du hier über dieses Video, ja, bei Amazon was kaufst, kannst du mich anschreiben, ja, schreib mich an admin@börse.website, ja, das ist admin@börse, ja, BOERSE.website mit WEBSITE, ja, admin@börse.website, ja, schreibst du mich an, sagst mir, dass du, das Video hier gesehen hast und dann ein Buch von mir gekauft hast, ja, sendest mir einfach kurz die Bestätigung von Amazon, ja, sozusagen die Quittung, ja, die digitale Quittung, dass du dir das Buch gekauft hast. Und dann sende ich dir sozusagen ein kleines Geschenk zusätzlich, ja. Genau, lass dich überraschen, was es ist, aber du kriegst von mir auf jeden Fall ein Geschenk. Falls du hier das Video anschaust und dann eines meiner Bücher hier bei Amazon kaufst, ja. Okay, jo, bis hierher. Das ist jetzt mal eine Vorstellung gewesen von meinen Büchern auf Amazon. Das sind E-Bücher, auch Hardcover-Bücher, ja. Also wer Interesse hat, freue mich über einen Kauf bei Amazon. Jo, bis hierher. Und ja,